findet hier die Netzwerktagung Wohnen statt in Niederolm. Und es geht hier um die Zukunftsfragen des Wohnens. Die meisten Menschen wollen ja eigentlich so lange wie möglich selbstbestimmt zu Hause in ihren eigenen vier Wänden wohnen bleiben. Und was ist dazu notwendig? Dazu brauchen wir barrierefreien Wohnraum, dazu brauchen wir gute Nachbarschaften und dazu brauchen wir professionelle Angebote. Bei dieser Netzwerktagung Wohnen werden vielfältige Initiativen, Projekte präsentiert, wie man sich diesen Wunsch von selbstbestimmtem Wohnen auch verwirklichen kann. Was aber ganz besonders deutlich wird heute bei der Tagung ist, dass das Thema Wohnen ein absolutes Gemeinschaftsprojekt ist, wo ganz viele zusammenarbeiten. Das Land möchte solche innovativen Wohnprojekte fördern, damit wir eine Vielzahl von Angeboten den Bürgerinnen und Bürgern in Rheinland-Pfalz zur Verfügung stellen können, damit sie so leben können im Alter, wie sie sich das wünschen. Ob Mehrgenerationen wohnen, Pflegewohngemeinschaften, genossenschaftliches Wohnen oder barrierefreies Wohnen in ihren eigenen vier Wänden. Ich hoffe, dass die Kommunalpolitiker, die hier gewesen sind, mit nach Hause gehen und merken, dass es eine Chance ist, in dieser demografisch gewandelten Gesellschaft mit den immer mehr alten Nachbarn zusammenzuleben und dass man mit denen eine Dorferneuerung und eine Stadterneuerung, eine Quartierserneuerung schaffen kann, dass das eine Chance ist. Hoffentlich klappt das. Man stellt immer wieder fest, es ist eine riesige Gemeinschaftsaufgabe. Ja? Dass es wirklich die Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit den Wohnungsbaugemeinschaften, zusammen mit der Kommunalpolitik, mit den sozialen Angeboten, dass dann, wenn es zusammengreift, dann funktioniert es. Barrierefreiheit ist kein Luxus, aber man vermisst sie eigentlich erst so richtig, wenn man darauf angewiesen ist. Ich habe gerade eben diesen Rollstuhlparcours mitmachen dürfen und da hat man erstmal wirklich erlebt und begriffen und erfahren, wie schwierig es ist, über Schwellen drüber zu kommen, durch zu schmale, zu enge Türen. Das heißt, dass man wirklich der Barrierefreiheit eine viel, viel größere Aufmerksamkeit schenken sollte. Und das nicht nur für Menschen im Alter oder für Menschen mit Einschränkungen, sondern die Barrierefreiheit ist wirklich für alle Generationen und alle wichtig. Es gilt aber ganz besonders, gerade bei der Barrierefreiheit, sich schon möglichst früh mit der Thematik auseinanderzusetzen. Vorsorge ist da das passende Stichwort. Und da haben wir in Rheinland-Pfalz die Landesberatungsstelle Barrierefreies Bauen und Wohnen, die kostenlos berät, wie man seine Wohnung am besten barrierefrei umgestaltet oder gar gänzlich neu baut. Es gibt Förderprogramme finanzieller Art. Es hat die Landesbauordnung Möglichkeiten nun auch gegeben, um noch mehr barrierefreien Wohnraum anzubieten. Das heißt, wir setzen ganz gezielt einen Schwerpunkt auf das Thema Barrierefreiheit.